Convinced that the complex problems of the world cannot be solved with the classic methods of the past, the RWTH Aachen University has decided to go with an integrated approach and has created a cross-faculty landscape. The focus lies on interdisciplinary work aligned to the questions and issues of the Aachen profile areas. Die Aufgabe des Profilbereichs ICT ist es, die RWTH Aachen in die Lage zu versetzen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die die digitale Transformation, also das Eindringen von ICT-Technologie in alle Lebensbereiche, die wir kennen, zu bewältigen. Alles, was wir im Moment im Bereich der Technologieentwicklung beobachten, da steckt ICT halt als zentraler Bestandteil drin. Wir könnten auch davon sprechen, dass das die Digitalisierungstechnologien sind. Und das betrifft nicht nur die Technologie, das betrifft natürlich auch andere Dinge wie die Geschäftsmodelle, die damit zusammenhängen. Auch Fragen, wie geht die Gesellschaft damit um, also was hat das für Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Jetzt ist es so, dass wir an der RWTH halt in einzelnen Bereichen da sicherlich führend sind, auch international. Wir haben auch extrem starke Anwendungsbereiche, in denen jetzt diese Technologien Einzug halten. Angefangen von der vernetzten Mobilität, zum Beispiel auch automatisiertes Fahren, verteilte vernetzte Energieversorgung, vernetzte Produktion, Stichwort Industrie 4.0, Internet of Things, Medizintechnik, die Textiltechnik mit Smart Wearables. Es geht aber auch um Felder, die eher sich mit der Akzeptanz oder sozialen Verträglichkeit beschäftigen. Also deswegen haben wir auch die Geistes- und Sozialwissenschaften dabei, die sich mit den Auswirkungen befassen, die die Digitalisierung auf Menschen und Gesellschaft hat. Und es geht zum Teil halt auch um sehr grundlegende Themen. Deswegen sind die Physiker dabei, die sich mit neuen Materialien oder Technologien beschäftigen und im Kern natürlich die Informatik, Informationstechnik und Elektrotechnik, die grundlegenden Methodiken und Technologien entwickelt. Erfolg hat ja unterschiedliche Facetten. Eine Facette ist der wissenschaftliche Erfolg, der sich zum Beispiel in Preisen ausdrückt, die Kollegen bekommen. Da gibt es mehrere Beispiele. Ein Beispiel ist der Kollege Leif Kobbelt, der im Bereich Computer Grafik, Computer Vision gleich mehrere Preise bekommen hat. Am Visual Computing Institut der RWTH bearbeiten wir alles, was mit visuellen und visualisierbaren Daten zusammenhängt. Zum Beispiel, was wir hier sehen, ist die Rekonstruktion eines 3D-Modells. Und da sind wir relativ weit, weil wir hochaufgelöste 3D-Scans und HDR-Fotografie kombinieren können, um wirklich fotorealistische Modelle zu erzeugen und dann den Benutzer interaktiv damit in Berührung bringen können. Ein anderes Projekt, in einem anderen Projekt untersuchen wir die Nutzung von Mobilgeräten, um Nicht-Standard-Interaktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Interaktion mit volumetrischen Daten, wo man die Geräte in der physisch korrekten Orientierung halten kann, um sehr einfach einen Eindruck davon zu kriegen, wie die Daten dreidimensional verteilt sind. Eine weitere Facette sind Ausgründungen. Also RWTH ist eine der Universitäten in Deutschland, die die meisten Ausgründungen bildet. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel der Kollege Leupers aus der Informationstechnik und Elektrotechnik. Die Spezialität an unserem Institut ICE ist der Entwurf mikroelektronischer Systeme. Das sind die komplexesten Systeme, die Menschen je gebaut haben, natürlich mit Computerhilfe. Und wir beschäftigen uns unter anderem damit, wie man diese komplexen Systeme effizient entwerfen kann. Dazu zählen Applikationen, Hardwarearchitekturen und auch Software-Design-Werkzeuge. Good afternoon, dear colleagues. Thank you for joining us today. I'm glad to present you what we are doing here. Modern devices are enabled by multi-core platforms. The problem is that existing software is not ready for these hardware devices. And we are talking about different application domains, automotive, space, even platforms like smartphones and so on. We realized about this problem at ICE around 8 years ago. So we started developing solutions and tools for helping developers in the ICT domain to migrate existing sequential code to multi-core devices. And then, of course, there exploit the full potential of such platforms. And at some point, around 2 years ago, we realized that the maturity of the solution was good enough to think about a spin-off. Therefore, Silexica was founded as a company based on the technology that we developed here at ICE.
Zentrales Thema der Profile Area ICT ist natürlich aktuell die vierte industrielle Revolution, Industrie 4.0. Und was Sie hinter uns sehen, das ist ein 4.0-Demonstrator, und zwar ein Intralogistik-4.0-Demonstrator. Es geht hier darum, dass diese robotischen Systeme komplett autonom einen gesamten Produktionsprozess managen, von Teile abholen, Teile einem anderen übergeben, Teile zu verschiedenen Transportstationen bringen. Das ist ein Weltmeister-Szenario, was wir jetzt im Sommer auch wieder verteidigen werden. Und das ist eine gemeinsame Arbeit mit Kollegen aus der Informatik, viele Einflüsse der Kollegen aus der Elektrotechnik und viele Einflüsse von Kollegen aus den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Denn natürlich ist Kommunikation und Kooperation dort am allerstärksten untersucht. Wir wollen in den einzelnen disziplinären Bereichen natürlich exzellent sein. Das ist unser wissenschaftliches Zuhause. Aber wir brauchen halt diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aber da müssen wir die Expertisen aus den einzelnen Fakultäten halt einbringen, um dann zusammen bessere Ergebnisse zu erzielen.